Am Montagabend, dem 5. August 2024, versammelten sich 11.933 Fußballfans im Stadion von Cracovia in Krakau, um das brisante Extraklasa-Duell zwischen Cracovia und Vitesse Łódź zu erleben. Das Spiel war aufgrund der Rivalität zwischen den beiden Teams und der engen Beziehungen der Fans von Vitesse Łódź zu den Anhängern von Wisla Krakau als hochriskant eingestuft worden. Obwohl am Montagabend eine große Polizeipräsenz rund um das Stadion von Cracovia herrschte, kümmerten sich die Fans beider Teams nicht weiter darum. In der zweiten Halbzeit des Spiels führten die Fans von Vitesse Łódź eine spektakuläre Pyroshow durch. Im Rahmen dieser Aktion nutzten sie einen bereits auf dem Dach des Stadions angebrachten Schriftzug Cracovia Penny. Da der erste Teil den Vitesse-Fans nicht so gut gefiel, entschieden sie sich, ihn mit einem Banner mit der Aufschrift Vitesse zu verdecken. Schließlich konnten die meisten Zuschauer auf den Tribünen den Schriftzug Vitesse Penny sehen, parallel zur Pyrotechnik. Die Reaktion der Cracovia Ultras auf die Aktion der Vitesse-Fans ließ nicht lange auf sich warten. Die Cracovia-Anhänger waren offenbar stark verärgert über den provokanten Schriftzug und entschieden sich schnell, Maßnahmen zu ergreifen. In einer bemerkenswert entschlossenen Aktion stürmten sie das Dach des Stadions, um das Banner zu ergreifen. Letztendlich gelang es ihnen, und das Banner fand sein Ende am Zaun, wo es verbrannt wurde. Doch aus der Asche erhebt sich ein neuer Kanal, der unseres neuen offiziellen Zuhauses wird. Bitte abonnieren Sie, damit Sie keine Videos verpassen.